Eins, zwei, drei, vier. Ich bin Enya, bin 9 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse. Das ist Ben und gemeinsam wohnen wir in Bonn. Ben ist ein Golden Doodle, also eine Mischung aus Pudel und Golden Retriever. Und an sich gibt es viel Gutes über ihn zu berichten. Also sein Charakter ist nett, liebevoll, ein bisschen quirlig. Ich finde den Ben, der ist quasi eine Katze gefangen im Körper eines Hundes. Sehr agil, sehr liebebedürftig und sehr verschmust und ein Herz und eine Seele für uns. Für Tochter Enya ist das Zusammenleben trotzdem alles andere als golden. Also das Problem ist, dass wenn ich dazukomme, dass Ben dann eigentlich vom Sofa runtergeht. Inzwischen wird Enya von Ben komplett links liegen gelassen. Wenn ich ihn streicheln will, geht er dann auch meistens weg. Oh, das ist ja eigentlich somit das Schlimmste, was passieren kann. Weil natürlich Enya jetzt im Kopf hat, der mag mich nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht dieses, er mag mich nicht, sondern vielleicht ist es auch, dass er sie sehr stark respektiert. So nach dem Motto, oh, wenn sie kommt, spielt sie die erste Geige. Das muss man jetzt mal rausfiltern. Ich kann es mal versuchen. Ja, ungefähr so. Wir haben das Problem erkannt. Das erste Mal, glaube ich, war es, als die Enya auf ihn zugegangen ist und ihn streicheln wollte, wo er geknurrt hat. Und dann sind wir direkt eingegriffen und haben gesagt, so nicht. Und dann war erstmal wahrscheinlich wieder auch ruhig. Und dann kam die Enya auf uns zu und sagte, irgendwie hat sich da was verändert, weil der Ben kommt gar nicht mehr so zu mir wie früher. Aber vielleicht ist das auch schon der Schlüssel. Ich weiß nicht, warum Ben geknurrt hat. Aber in dem Moment hat er geknurrt und dann gab es wahrscheinlich ein großes Donnerwetter. Und so hat er die Assoziation, okay, zu Enya sollte ich keinen engen Kontakt haben, sonst flippen hier die Erwachsenen aus. Ben, ja fein. Ja, vielleicht ist mal irgendwas passiert, was ihnen dann so gesagt hat, nee, zu dem gehe ich halt nicht mehr so oft. Ja, das können natürlich Situationen sein, die für uns Menschen erstmal gar nicht so bedeutsam sind. Es kann also sein, dass ein Kind mal rumrennt, mit Rollschuhen laut war, mal über den Hund gesprungen ist, mal auf den gefallen ist, was natürlich im Alltag immer passieren kann. Und dann gibt es eben Hunde, die da sehr sensibel sind und sagen, okay, jetzt bin ich so verunsichert, ich traue mich gar nicht mehr. Also ich denke, dass ich da vielleicht einen Keil zwischengeschoben habe zwischen den beiden, weil ich zu übervorsorglich war in vielen Situationen und die getrennt habe. Komm mal her. Ben. Hier. Ach, Ben. Im Moment macht mich das sehr traurig, wenn ich so sehe, wie Ben Mama und Papa so anschaut und auch fordert, da denke ich mir, hey, wieso kann er das eigentlich nie bei mir machen? Warum macht er das nie bei mir? Und da merken wir, dass die Enya belastet ist und traurig darüber ist. Und das ist natürlich für uns als Eltern auch total belastend und traurig. Ja, Ben, komm mal her. Und man sieht, dass Ben eigentlich will. Das ist gerade eigentlich das Schöne. Man sieht, oh, ich möchte so gerne, aber ich traue mich nicht. Dieses Blick abwenden, die Zunge geht rein und raus. Er möchte auf keinen Fall Ärger haben. Der ist ganz unsicher mit Enya. Und das gilt es jetzt irgendwie aufzubrechen. Ich wünsche mir diese Zeit wieder, als er damals auf meinem Schoß lag und ich ihn streicheln und kraulen. Ich konnte alles mit ihm machen und diese Zeit wünsche ich mir wieder.